Gut. Bevor wir anfangen, lieber Duschko, habe ich eine Frage an dich. Was wäre, wenn Ihnen die Welt, in der Sie leben, die Luft, die Sie atmen und die Freiheit, in der Sie spielen, plötzlich weggenommen würden? Was wäre, wenn der Einzige, der wüsste, was Sie empfinden, ein Junge wäre, der ebenso empfindet? Was wäre dann? Das ist ein Trailer aus einem Film, oder? Ja, sag den Film nicht, aber ich will, dass du dir bis zur nächsten Episode Gedanken machst über diese Fragen und auch ihr da draußen euch Gedanken macht und mal vielleicht überlegt, wie es ja, darauf antworten könntet. Jetzt fangen wir einfach an, ganz normal mit der Sendung, weil ich glaube, du willst nicht spontan darauf antworten. Ja, habe die Ehre und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem ersten partizipativen Podcast, bei dem du jederzeit Picasso, Pollock oder auch Mondrian feiern kannst. Okay, alles klar. Kenne ich von irgendwo. Echt, kennst du? Nein, überhaupt nicht. Duschko ist gut gelaunt. Nein, sag mal nichts. Was soll das sein? Es kommt mir aus irgendeinem Film bekannt vor, wo auch einer so abgeht, aber was ist es? Mondrian? Letzte Woche Dienstag. Hat das eine Kollegin von dir performt? Ach so, nein, ich interessiere mich immer nur für die eigene Performance. Ach so, okay, und danach verstehe. Und davor interessiert es mich nicht. Okay, war nett, ist aber nicht aufgegangen. Lieber. Hallo Duschko. Hallo Peter. Lieber Duschko, wie geht's dir? Wir haben uns vor 1,5 Stunden getroffen und Duschko und Clemens Otto, apropos Clemens Otto, Dankeschön, haben, glaube ich, eine Stunde lang drüber gesprochen, wie Duschko in seinem neuen VW-Bus irgendeinen Scheißbett oder was, oder Kisten oder irgendein Schienensystem einbauen kann. Und ich habe Rücksicht genommen und habe nicht gestört. Vielen Dank. Gerne. Du hast ein Auto gekauft. Ja, ich habe ein Auto gekauft. Ich habe ein Auto gekauft, einen VW-Bus, wie du richtig sagst. Und ich habe auch ein Auto verkauft. Und dieser Verkauf war sehr spannend. Hast du schon mal ein Auto verkauft auf Willhaben oder auf ähnlichen Plattformen? Ja, ja, ich habe schon 3-4 Autos verkauft, ja. Immer sehr erfolgreich eigentlich. Aber es waren immer Autos, die auch gut beieinander waren, sagen wir so. War das eine angenehme Erfahrung? Ist eigentlich nervig. Ja. Vor allem sich mit Leuten zu treffen, die dann doch nicht nehmen und dann runterhandeln bis zum geht nicht mehr. Und es kostet auch sehr viel Zeit. Aber die meisten Sachen, also ich sage mal 4 von 5 Autos, das waren der erste Käufer, zack, passt, erledigt. Also, wirklich? Ja, also ja, bei mir ist nämlich so, und ich glaube, das könnte ein Unterschied sein, ich hatte ein Auto mit Motorschaden. Das verkauft sich dann schwieriger, ne? Nein, das verkauft sich sehr gut. Ich habe es nämlich reingestellt und habe, ich schwöre, innerhalb von 7 Sekunden den ersten Anruf bekommen. Dann habe ich mit der Dame telefoniert, meine Autohändlerin. Und währenddessen ist das Gespräch abgebrochen, weil mich so viele Leute angerufen haben und SMS geschickt haben. Also die Händler haben einfach so einen Suchagenten laufen und haben diese Nachricht bekommen, dass ich mein Auto verkaufe, und sofort angerufen. Warum rufen so viele an für einen Motorschaden? Hat der Preis, war der Preis so attraktiv, oder? Na, weil das Auto insgesamt ganz gut benannt war, optisch. Und sonst eh auch, aber halt einfach nur dieser Motorschaden war. Und wenn man den Motorschaden recht einfach reparieren kann, dann kann man das Auto gut weiterverkaufen. Okay. Wenn man aber den Motorschaden nicht reparieren kann, dann muss man sehr viel Geld investieren und dann zahlt es nicht aus. Und deswegen habe ich das vertickt. Und auf jeden Fall, es haben sich Leute gemeldet und da waren sehr recht spannende Leute dabei. Zum Beispiel, jetzt bin ich wirklich gespannt, ob du noch irgendwie die Kurve kriegst, spannungstechnisch. Nein, nein, pass auf. Ja. Es haben sich einige Händler gemeldet, ja, und das geht vom bis. Und auch einige Ungarn. Ungarn holen sehr gerne Autos und verticken die halt in Ungarn oder nach Serbien oder wie auch immer. Und was mir bei den Ungarn aufgefallen ist, die rufen nicht an, sondern sie schicken über WhatsApp Nachrichten und schreiben dann sowas wie: Hallo Manuel, mein Name ist Miklos, ich will dein Auto kaufen. Und also immer voll freundlich. Und das Lustige ist, die haben meistens Profilbilder von irgendwelchen Frauen. Okay. Also Männer haben aber so richtige Fake-Bilder. Du merkst einfach, das ist nicht irgendwie deren Freundin, sondern irgendeine Leute aus dem Internet haben sie als Profilbild auf WhatsApp. Mhm. Und ich frage mich, ob das irgendwie so eine Verkaufstechnik ist oder sowas. Naja, ich glaube, sie werden sich zumindest denken, dass es irgendwie was bringt. So, aha, das ist vielleicht eine hübsche Miklos, Frau. Und hier, schau dir mal unser Bild an. Auch mit Motorschaden nehme ich. Das ist und so eine schöne Frau.
Hat es irgendwie auf dich eine Wirkung gehabt oder nicht? Nein, mir ist nur aufgefallen. Aber was eine Wirkung hatte, war, dadurch, dass ich ja einen jugoslawischen Namen habe, merken das auch die Händler. Und dann fragen sie, sie reden zuerst mal Deutsch und dann sagen so, bist du einer von uns? Und dann sage ich, ja. Und dann wechseln sie auf Jugo. Und dann wirklich? Normal. Und dann redest du mit dem auf Jugo. Und, und da ist mir wieder aufgefallen, ich habe das sicher schon mal erzählt, dass die kroatische oder die jugoslawischen Sprachen allgemein sehr derbe sind, vor allem wenn man aus dem mit Schimpfen und so. Ja. Genau. Wir hatten das mal in der Sendung mit BAMTI und so. Ne? Genau, mit BAMTI. Und ich sag's halt so. Aber es ist ganz normal. Also es ist jetzt so, wenn jemand... ja, es ist wie Euder bei uns, oder? Genau, wie Euder bei uns. Ja. Wahrscheinlich auch eher, also wenn du jetzt irgendwie unter gebildeten, feinen Leuten Euder sagst, ist es auch komisch. Ja, also so. Und ein Typ, dem ich rede mit ihm auf Jugo und er sagt dann so, schau, die werden da so und so viel bieten, dann kommen sie her, dann drücken sie dich mit dem Preis, ich kenne die Masche ganz normal, du wirst das Geld, das du verlangst, nicht kriegen. Habe ich gesagt, okay, was würdest du mir geben? Und er so, bah, fix eine Mutter, ich weiß es nicht. Und wenn sie auf Deutsch sagt, fix eine Mutter und dann redet er ganz normal weiter und sagt, nein, ich bin mir nicht sicher. Dann ist das sehr, sehr seltsam. Auf Jugo war es ganz normal. Was heißt das aufs Jugoslawische übersetzt, wenn wir jetzt eh schon so unten sind? Bei jedem die Mutter nehmen Bäume. Klingt viel schöner irgendwie als ja, im Deutschen. Ja. Und ist es dann so, dass man dann sagt, okay, passt, ist jetzt quasi einer von uns und der ist ja ehrlich, will ich ja eigentlich auch übers Kreuz legen und schauen, dass er einen guten Preis kriegt, sind oder? Sind alle gleich. Weil du dir gerade auf den Oberschenkel geklatscht hast, darf ich dir kurz mit der Rute auf den... Kann man das lassen? Ja, ist irgendwie unnötig. Ja, voll. Aber kennst du das Geräusch? Ja? Hat was Schönes, Hölzernes. Okay, können wir diesen ganzen Autokaufding abschließen oder hast du da noch irgendwelche Pointen vorbereitet für uns? Nein, hab ich nicht. Wie geht's dir? Du, mir geht's ausgezeichnet. Ich habe was Neues entdeckt. Und zwar, ich bin Fan seit gestern des, ich nenne ihn 18-Stunden-Urlaub. Man kennt mich ja, ich bin der klassische, du würdest sagen, oder würdest mich schimpfen, Schwabo, Stubenhocker, Heimscheißer und so weiter. Stimmt doch alles. Und ich bin gestern um 6.25 Uhr am Wien Hauptbahnhof weggefahren Richtung Hermagor nach Kärnten. Hab dort eine Bekannte besucht, also das, ein Familienmitglied, das ich seit 19 Jahren nicht gesehen habe. 6.25 Uhr weggefahren, dann waren wir schwimmen, essen, dann haben wir geschlafen. Heute in der Früh sind wir um 6 Uhr schwimmen gegangen, nach dem Frühstück mit dem Auto heimgefahren. Genau meins. Zweimal schwimmen, einmal gut essen, ein bisschen plaudert, ein bisschen gelacht und bin am nächsten Tag nach nicht einmal 24 Stunden wieder daheim gewesen und habe ausgegeben, glaube ich, Zug 25 Euro. Übrigens kann ich empfehlen, ÖBB Sparschiene, mördermäßig, wenn man früh genug weiß, mit welchem Zug man fährt. Essen eingeladen, ja, ich habe keinen 100 ausgegeben für den Urlaub und es war wirklich mörderisch. Also kann ich empfehlen, 18 Stunden Urlaub. Am Pressiger See war ich auch. Daran merkt man, dass du einfach momentan nicht arbeitest, weil wenn du am nächsten Tag oder direkt nach dem Urlaub Volley in die Arbeit gefahren wärst, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Dann würden diese 18 Stunden möglicherweise, vermute ich jetzt einmal, nicht so reichen. Naja, man kann ja öfter solche 18-Stunden-Trips machen. Also wenn man zum Beispiel das zweimal in der Woche macht, dann ist es ja schon ein 36-Stunden-Trip. Ja, stimmt eigentlich. Also, ich will es nur empfehlen. Also 18 Stunden Urlaub ist wirklich mörderisch. Es kommt halt darauf an, wo man hinfliegt. Wenn du jetzt 11 Stunden wohin fliegst und dann nach 7 Stunden, das geht sich dann nicht aus. Ne? Das ist dann deppert. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es fühlt sich, also ich war jetzt nach dem Autokauf sind wir ja gleich einmal, nachdem wir es ein bisschen hergerichtet haben und so weiter, nach Bratislava an einen See gefahren und haben dort auf einem Campingplatz im Auto geschlafen. Und seid am nächsten Tag gleich wieder heimgefahren oder was? Ja, der Plan war nach Hause zu fahren. Wir sind dann kurz zu meiner Mutter nach Schwechat und dann sind wir nach Graz auch noch gefahren. Ja. Also ein bisschen verlängert, aber es hat sich viel länger angefühlt. Also es reicht ja, oder? Es ist ja trotzdem ein kleines Abenteuer. Mir hat auch übrigens Tag Zugfahren extrem. Also seitdem du gemeint hast, du versuchst öfter Zug zu fahren, statt zu fliegen. Super, und es ist wirklich verwöhnt. Also ÖBB, es war alles klimatisiert. Ich habe eine eigene Steckdose gehabt. Ich rede jetzt wie ein Bauer, das erste Mal in Wien war. Aber ich bin lange nicht mehr richtig so Zug gefahren mit diesem Railjet oder wie schon das... Leibend. Ja, mörderisch. Also auch mit dreimal umsteigen. Und ich stehe auch auf diesen Kärntner Dialekt. Das ist genau meins. Also da war, wie hat das geheißen? Wir haben gesagt, da ist nämlich Schienenersatzverkehr und dann, ja, grüß Gott, und in Arnoldstein ist ein Schienenersatzverkehr, willkommen in Kärnten, bitte umsteigen und die letzten Kilometer dann nach Hermagor fahren wir sie mit dem Bus, gell, wir wünschen ein schönes Wochenende, das war richtig, herrlich, und dann waren wir noch ein bisschen herumspaziert und war super, war echt gemütlich. Klingt und super. Ganz kurz, du hast, ich glaube, letzte oder vorletzte Sendung angesprochen, wie war das Thema, man sieht etwas an jemanden, was überhaupt nicht zu dem passt, kannst du erinnern? Kennst du diese Schlapfen, die für einen großen Zeichen ein extra Schlaferl haben? Ja. Ich
Hast du sowas schon mal angehabt? Nein. Meine große Bitte an alle da draußen, Clemens Otto, sowas schon mal? Ah, das ist nicht mehr da, super, zu überhaupt geschlichen. Scheiße, voll. Diese Schlapfen, die hatten so eine extra Lederschlaufe, nur für den großen Zeichen. Und ich würde gerne wissen, ob jemand von euch da draußen so etwas trägt und warum, weil ich stelle mir das extrem unangenehm vor. Der wird wirklich von diesem Lederriemchen umschlossen, also wie so ein Penisteil, stelle ich mir das vor, wie so ein Lederpenisring, nur eben am Zeichen. Und weiß nicht, also ich finde ja schon Flipflops nach ein paar Stunden voll ungemütlich, weil das irgendwie wetzt dann zwischen den Zeichen, aber so ein extra Ring. Und ich habe eben einen Typen gesehen, der das mit sehr viel Stolz getragen anscheinend, oder ich habe es mir einbildet, aber es hat einfach deppert ausgeschaut, was wurscht ist. Also es kann fast nur wehtun und reiben. Es kann nicht gemütlich sein, ja. Also dieser, ich weiß nicht, wie man es nennt, Solo-Zeichen-Schlapfen, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr strange. Hm. Na, habe ich nie angehabt, würde ich nie auf die Idee kommen, ich trage auch keine Schlapfen. Also ich würde auch nie im Leben, auch wenn sie sehr modern sind, gerade Birkenstock tragen. Ah, ist genau meins. Also in der Arbeit super. Nope, ohne maximal Socken. Adiletten, aber dafür bin ich zu Jugo. Ich kann keine 70 Euro Batschen tragen, geht nicht. Adiletten. Kosten Birkenstock ein 70er oder was? Ja, 50, 60 sicher. Ach so, nein, ich glaube, ein gefälschter Birkenstock. Ach so. Ja, Fichten. Fichtenstaberl. Ich weiß nicht. Weil wir ganz kurz bei diesem Trip waren, ja. Ich habe einen Lifehack und einen Shoutout passend dazu. Bitte. Lifehack, und zwar, wenn man mit dem Auto gemütlich nach Bratislava fahren will, fährt man, um die Autobahnvignette zu vermeiden, über Berg und nicht über Kitzsee. Aha. Berg ist ein Ort, oder was? Oder nein, Grenzübergang. Grenzübergang. Ah, okay. Das ist der erste Lifehack. Also das ist der Lifehack. Und zweitens, Shoutout an den Nah und Frisch in Hainburg. Ja, den werden jetzt viele kennen. Ne? Pass auf, direkt nach diesem Grenzübergang, man kann über Hainburg fahren. Man kann über die A4, glaube ich, Autobahn fahren. Ja. Oder über den, also ein bisschen, Dings, ja, durch die Orte. Und wir hatten Hunger, sind dort zum Nah und Frisch. Nah und Frisch ist über das Geilste. Ja, gibt's ja bei uns nicht. Also. Oh ja. Sicher, ja, am Land, so, das ist so wie Adel. Nein, Land, aber nicht in Wien. Nein, in Wien nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ja, auf jeden Fall, dort eine Leberkäse-Semmel gegessen, bist du deppert. Mörderisch. Ja, die Semmel war resch. Ja. Der Leberkäse, ich habe nicht mal gefragt, und sie hat einen dick... Knusprig, also so, und alles, gell? So 4 Daumen dick aufgeschnitten, boah, richtig saftig. Ich hasse ja Leberkäse. An den Nah und Frisch in Hainburg. Wunderschön. Ich glaube, dass wir etliche Hörer in Hainburg haben und deswegen wirklich öfter auch dorthin gehen. Traumhaft. Finde ich schön, dass man sich sowas von einer Reise mitnimmt. Ich habe nicht gewusst, dass es in Bratislava einen See gibt. Ich habe gedacht, das ist eine Stadt, wo rundherum nichts ist. In Bratislava wirklich so ist ein See oder was? Am Hauptplatz? Ja, du kommst, nein, nicht am Hauptplatz, aber du kommst, wenn du über die Grenze fährst, kommst du auf diese Stadtautobahn und da brauchst du eben keine Vignette. Da fährst du eine Weile und dann kommt bald einmal der See. Also mit der Straßenbahn 40 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Also, wie heißt der See? Weißt du das zufällig noch? So wie Pieski oder so. Okay, also Pieski-See in Bratislava. Wahrscheinlich ist Pieski-See. Okay. Das wäre aber eine nette Route, das kann man empfehlen, vielleicht sollten wir das auch irgendwie in die Shownotes reinhauen. Die Route ohne Maut über Nah und Frisch zum Pieski-See am Hauptplatz von Bratislava. Gut, wir kommen jetzt ein bisschen zu unseren routinierteren Geschichten. Grundsätzlich lernt Duschko ja jede Folge bei uns einen neuen Akkord auf irgendeinem Saiteninstrument. Wir haben jetzt aber festgestellt, dass das nicht komplex genug ist. Wenn er in Zukunft natürlich irgendwelchen Hochzeiten oder so spielen wird oder Konzerten, dann muss man natürlich auch andere Instrumente können. Und ich habe ihm hergelegt die liebevolle, ich glaube, wir haben vor Jahren mal drüber gesprochen, wird es jetzt Nasenpfeife? Nasenorgel. Nasenflöte. Duschko wird versuchen, jetzt die Nasenflöte zu spielen. Ich kann es nicht, weil ich ja ein Nasenloch habe, das immer geschlossen ist und deswegen kommt nichts raus. Clemens Otto spielt sie mörderisch gut, also ist er wirklich ein Nasenflötist, stimmt, oder wie sagt man da? Ja. Flöten-Johnny. Und Duschko jetzt mit seinem, ja, wir geben es zu, hat vorher ein, zweimal probiert, jetzt mit seinem dritten Versuch an der Nasenflöte. Bitte, ein Genuss fürs Ohr. Also ich möchte mal kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert. Es gibt eine Öffnung, die hält man an die Nase. Ja. Und dann gibt es auch eine Öffnung, die ist auf Mundhöhe. Und das funktioniert so, man lässt den Mund offen und bläst durch die Nase durch. Ist der Mund quasi Resonanzkörper, oder? Ja, aber man darf keine Luft aus dem Mund lassen. Versucht es mal. Einfach nur mal aus der Nase ausatmen, ohne mit dem offenen Mund, ohne dass aus dem Mund was rauskommt. Was kannst du das? Kannst du aus Nase und Mund gleichzeitig ausatmen? Das geht ja sowieso nicht. Nein, nur aus der Nase ausatmen. Aber es ist voll kompliziert, finde ich. Wie das ausschaut, bitte. Rammel das Ding nicht an, das wäre ekelhaft.
Es ist voll kompliziert, nicht aus dem Mund. Ja, aber dann müsstest du ja jetzt im Mikrofon, dürftest du jetzt nichts hören, wenn du solo... Schau. Das ist spätestens der Moment, wo es jetzt den Leuten mit in ihr Kopfhörern in der U-Bahn die Ohren raushaut. Es ist das allergeilste. Ich muss auch mal ganz kurz. Bei mir... Ein bisschen angeschlatzt. Also versuche mal aus der Nase ausatmen und nicht aus dem Mund, aber den Mund offen halten. Es sollte auch mit halber Nase was kommen. Nein, mein Problem ist, es kommt nichts. Es kommt das hier. Warte. Das ist ja viel. Also du musst den Mund offen halten. Habe ich ja. Oh. Und das Loch an die Nase direkt halten. Genau, so. Ja? Jawohl. Ja, okay. Das ist, ja, es ist mühsam. Vielleicht kann Clemens Otto, der, das muss man jetzt schon nochmal dazu sagen, er sitzt nicht einmal hinter der Glasscheibe, ist rausgegangen auf ein Bier oder, glaube ich, einen Käsekrein auf seinen depperten Griller gehaut, schneidet das nachher dann alles in 12 Minuten unsensibel zusammen und lässt sich dafür endlos feiern. Sollte man gesagt haben. Sollte man gesagt haben. Nein, stimmt nicht. Was auch nicht stimmt ist, ich glaube, ich habe letztes Mal angekündigt, wir werden Top 5 heute machen, weil ich freue mich ja seit Monaten drauf. Ich habe mich durchgesetzt und ich würde so gerne machen Top 5 Finger, weil es mir sehr wichtig ist, darüber zu reden, welche Finger man hat. Das richtig Geile dran ist aber, Duschko hat so viel mitgebracht, dass wir jetzt was ganz was anderes machen. Und zwar, wir kommen zu einer unserer neuen Lieblingsrubriken. Darf ich anfangen mit Liebe und Hass oder hast du dir meine Chronologie zurechtgelegt? Na, voll gern. Gut, dann ich mache Liebe und Hass eigentlich fast nur wegen einem Intro. Was ich lieb, das ist ein dicker Beat und ein Bass. Und was ich hasse, das hast in einer Miete nicht passt. Ja, das erinnert mich einfach so an diese 90er. Mich erinnert es vor allem an Blumentopf. Ja, fängst du an mit Hass oder Liebe? Oder hast du nur eins von beiden mit? Ah, du hast gerade gefragt, ob du anfangen darfst, oder? Ja, ich will nur drüber reden, weil ich das Intro ankündigen will und die Rubrik. Aber okay. Du darfst jetzt anfangen mit dem Inhalt an sich, mit dem Content sozusagen. Okay, nachdem ich Hass vergessen habe, fange ich an mit Liebe. Ganz kurz, wie kann man bei einer Rubrik, die Liebe und Hass heißt, Hiebe 50% vergessen? Weil du einfach nur für Liebe, du bist einfach ein liebender Mensch. Ja, aber ich muss nur nachschauen, ich habe es hier aufgeschrieben. Ich weiß schon wieder, ja. Mach mal Liebe. Ich fange mit Liebe an. Ich liebe den Tempomat. Hat dein Bus ein Tempomat? Ja. Alter, geil. Es ist das Allergeilste. Cool. Ja. Tempomat, eine Fetzen. Ich bin heute nämlich gefahren mit dem Auto von der Mama, wie nennt man diese Strecke? Ja, Südautobahn rauf quasi, weil wir aus dem Süden kommen sind. Und da gibt es ewig lange, ich weiß nicht wie viele hunderte Kilometer, ein Hunderter. Dieser Lufthunderter ist das. Ich finde es super für die Luft, Arsch halt zum Autofahren, das ist wirklich zart. Und da habe ich mir einen Tempomat gewünscht. Ich habe immer geglaubt als Kind, das heißt Tachometer, aber das ist ja das mit Tacho. Sorry, ich wollte es nicht so. Nein, auf jeden Fall, ich bin ein großer Fan von Tempomat und ich habe mit diesem Auto nur gewonnen, weil ich habe Automatik und Tempomat, Bruder. Da kann man nämlich in Haxen dann vom Gas nehmen, man muss gar nichts machen. Ja. Macht einfach klar. Hast du das am Lenkrad, so einen Knopf oder was? Auf dem Blinkerhebel. Sehr geil. Das ist Hebel, wie heißt das? Ja, ist ein Hebel. Man kann ihn ja hebeln. Ja. Schalter ist es keiner. So ein Astel halt. Ja, auf dem Blinkerastel. Also für alle, die den Tempomat nicht kennen, das ist so ein, wie sagt man, eine Funktion. Man fährt einen 100er, dann drückt man auf einen Knopf und das Auto fährt automatisch einen 100er weiter. Oder? Von alleine. Ja, genau. Und wenn man einmal bremst, dann ist der Tempomat ausgeschaltet und geht runter und bremst. Und wenn man, glaube ich, einmal mehr gibt, dann ist er auch wieder aus, oder? Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Schaltungen oder weiß nicht. Ja, ich glaube, wenn du Gas gibst, dann geht er dann irgendwann wieder runter auf dein Tempo. Ja, auf jeden Fall eins der spannendsten Themen im Kfz-Bereich überhaupt. Okay, finde ich aber schön, dass du bist total verliebt in den Bus, das freut mich. Ja. Erfunden von Niki Lauda, wissen die wenigsten. Das ist jetzt eine gnadenlose Lüge, würde ich behaupten. Ja, was ist deine Liebe? Ist er nicht der Erfinder von Tempo Thomas, glaube ich, hat er geheißen. Thomas Tempo. Thomas Tempo, ja. Dr. Thomas Tempo. Ja. Hat ja auch, glaube ich, das Taschentuch erfunden. Mein Liebe ist, habe ich überhaupt was Liebes? Nein, ich habe mir nur aufgeschrieben, am liebsten hätte ich hier meinen Gren in die Augen gerieben. Genau, ich weiß schon wieder, mein Liebe geht eigentlich von Hass aus. Ich hasse, wie soll ich mal sagen, asoziale Menschen. Ist das jetzt ein Schmäh? Du hast nichts mit Liebe und sagst, okay, mein nein, Liebe nein, ist... Nein, so ich bin über meine Hass, lass mich mal ausreden, so. Ich bin über meine Hasskategorie zur Liebe gekommen, weil schau, mein Hassding ist, ich habe mir aufgeschrieben, ich hasse Gestopfte am Biesenberg.
Ich bin ja zurzeit, habe relativ viel Freizeit und war am Grundstück, nicht von mir, sondern vom Glemo. Habe dort alleine ein Feuer gemacht, weil man Urfahrt war, ein bisschen Sachen verbrannt und so, die wir umgeschnitten haben. Und dann bin ich zur Genusshütte gegangen. Ist ein Heurigen, kann man sagen. Biesenberg oben am Senderparkplatz. Weiß nicht, ob der was sagt. Nein. No. Gut. Hab dort ein Krennbrot gegessen, also ein Schinkenbrot, ein Butterbrot mit Schinken und Krenn. Und dann sind so Gestopfte gekommen, die waren so, weiß nicht, da war eine Russin dabei, so einfach Leute mit viel Geld. Das allein stört mich nicht, sollen sie haben. Aber die behandeln dann so Leute so deppert, weil das ist sowas, da hast du so heurigen Garnituren und auf jedem Tisch steht so ein Holzwürfel und da ist, glaube ich, reingebrannt eine Nummer. Keine Ahnung, sitzt am Zweiertisch, gehst hin, bestellst am Zweiertisch. Und die sind hingegangen, haben bestellt, ja, ein Himbeer mit Sprudel. Keine Ahnung, also ich nehme mal an, ein Himbeersoda. Ja. Haben das bestellt und er hat unterbrochen und gesagt, er braucht die Tischnummer. Und gesagt, ja, die Tischnummer wissen sie nicht, weil sie sind jetzt gerade die 8 Meter aus dem Weingarten gekommen, wo ihr Tisch steht und sie wissen die Tischnummer nicht. Und er hat gesagt, ja, die braucht aber fürs Bonieren. Und gesagt, ja, kann man das nicht anschreiben, dass man eine Tischnummer braucht? Das ist ja wirklich so ein bisschen auch in diesem verzweifelten Ton. Und dann haben sie, und ich behaupte zu Fleiß, auch das Tablett, das man mitkriegt und das ist eine Self-Service-Hitten, absichtlich hinten stehen lassen. Und haben es nicht nach vorbracht. Weil das ist so eine Hitten, da kann man mit gutem Gewissen kein Trinkgeld geben, weil es keinen Service gibt, überhaupt kein Problem. Okay. Dafür nimmt man aber sein scheiß Tablett vom Tisch zurück und gibt das, man kriegt das nur so aus dem Fenster raus. Und ich habe halt wirklich gedacht, da hätte ich wirklich mein halbes Brot geopfert und hätte urgern so ein Krenn beim Gehen so in die Augen am liebsten reingerieben. Und das, dadurch bin ich dann auf die Sachen gekommen, die ich liebe. Und das ist die Challenge für heute. Ich habe es da vorher geschrieben, dass das nicht angehört. Was ich liebe ist, wenn Menschen einen Plural falsch bilden. Ich war vorher beim Biller mit Clemens Otto und wir haben Bier geholt, weil wir wissen, du trinkst gern Bier. Und es ist eine vorgekommen, die hat sich, glaube ich, zuerst schon gewünscht, dass er eine zweite Kasse aufmacht. Und dann ist sie vorgekommen und gesagt, Entschuldigen, habt ihr diese Ventilators? Ja. Und das wäre irgendwie leimend, wenn wir mal eine Sendung machen könnten, wo wir jeden Plural eben nicht mit unserem I am Schluss bilden, nach unserem Gallipoli-Special, sondern einfach mit einem S. Tacken extrem. Wir werden es nicht tacken, aber habt ihr diese Ventilators? Die haben sich schon so vorbeugt, so ein bisschen vordrängen. Und sie hat auch so eine, mit der Hand so ein Kreisding gemacht, weil die hat natürlich, man kann davon ausgehen, dass eine Kassiererin nicht weiß, was ein Ventilator ist, keine Ahnung. Aber können wir vielleicht irgendwann mal einführen. Passiert jedem, das war der Falsche. Passiert ja, Ventilators, tacken auch, wenn man sagt zum Beispiel, dass du im YouTubes. Oder da brauchst du dieses Apps und so, dieses S. Jetzt gehen wir auf einen kleinen Drinks. Lache ich schon so die Hand drüber. Ventilators finde ich geil. Aber ich muss auch sagen, ich habe dieses I mit dem Zucchino, ja. Habe ich jetzt voll übernommen. Dann bleiben wir bei dem, oder? Ist besser. Ein Ventilate. Ich brauche 2-3 Ventilate, das würde mir schon taugen. Ich habe mit der Duschke zergeredet und wir haben darüber gesprochen, wir haben jemanden kennengelernt, der Langosch zubereitet. Der hat seinen Stand und macht Langosch. Ja. Und da hat sie gemeint, naja, aber sowas gibt es ja schon und ich weiß nicht, ob sich das auszahlt, da jetzt extra ein Business aufzumachen. Und da habe ich gemeint, naja, der Unterschied ist, dass bei ihm die Lange frisch sind. Es war nicht mal so, dass ich einen Schmäh machen wollte. Ich habe es einfach so gesagt, es ist automatisch. Es ist im Sprachgebrauch drin und wir bleiben auch dabei. Ich feiere das auch mit den Lange, an Ventilanti, wie ich feiern. Oder ich habe jetzt für mich ein Magnum aus dem Kühlschrank geholt und für die Duschgitze, also 2 Magni. 2 Magni, ja. Das ist schön. Weiß ich schon. Schade, dass man deinen Grinser nicht sieht. Wir müssen irgendwann mal auf Video umsteigen und dann hätten wir hier einiges an optischen Optionen. Okay, das heißt, du hast Reiche, die sich in der Öffentlichkeit nicht adäquat benehmen können. Gestopfte, armselige Asoziale, kann man so sagen. Dann haben, ja. Ist das ein, wie nennt man das, wenn man das in einem Satz verwendet? Mir fällt jetzt gerade Beispiel, das ist der gestopfte, arme, na, Ding, du weißt immer, wie das heißt. Oxymoron? Heißt es so? Oxymoron oder Oxymoron? Oxymoron-Galerie kann man sich übrigens gönnen. Fetteste Street Art, wenn man das heute noch sagen darf. Mit denen arbeiten wir zusammen übrigens. Euer Stammtisch RLR im monatlich im Goldies, ehemalige Blue Box oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Ist ein Oxymoron, weißt du, wie nennt man das? Hassliebe. Ja, genau, das meine ich. Ein Oxymoron? Oxymoron, glaube ich, sagt man. Oxymoron. Oxymoron. Okay. Ja, weißt du, ich bin der Profi. Ich habe gesagt, was ich hasse, ich habe gesagt, was ich liebe. Hast du beides? Nein, dir fehlt noch der Hass. Mir fehlt noch der Hass. Und muss aber nicht sein. Na, doch. Ich hasse es. Ich hasse es ja. Leidenschaftlich, wenn ich in der Küche eine Lade aufmache, anreiße und sie bleibt bei der Hälfte oder beim Drittel hängen. Wow, ich hasse das so sehr. Einfach nur, weil sich ein Messer oder irgendwas, was so ein bisschen quer liegt,
verlegen hat und dann blockiert. Wow. Allein dieses Geräusch, wenn dann die anderen Stücke zurückschnalzen. Wow. Bist du auch einer, der dann teilweise so die Kabeln kriegt und Hass wird, dass es dann eh weiß, es bringt jetzt nichts, noch einmal anzureißen? Nein, sicher. Zweimal, genau. Einmal anreißen. Bam, bam. Und dann, ja. Schier ist auch, weil man muss ja dann mit der flachen Hand so reinfahren, um sie wieder zuzumachen, wenn es sich dann noch irgendwie zwickst. Oder dann, und das ja. dann auch ewig dauert, wenn man nicht hinkommt. Wow. War auch peinlich. Du kennst ja diese Kasteln, die man zuwirft, die Türen von einem Kastel oder von einer Tür und die letzten Zentimeter, weißt du, federt das so ab und geht langsam zu. Es ist urpeinlich, wenn man in einem Haushalt ist, wo das nicht so ist. Ich war jetzt zum Beispiel dort in der Küche, wo ich auf Urlaub war, ist mein Unterbewusstsein natürlich davon ausgegangen in der Küche, dass man eh jedes Kastel zufetzen kann, weil es ja die letzten Zentimeter dann abgefedert wird. Und ich habe wirklich am ersten, BAM! Und dann noch ein Ladl, BAM! Was denkst du dann als Besitzer? So ein Freitrottel. Nein, aber dann denkst du natürlich, okay, kommt aus Wien. Ja. Stadtkind. Kennt sie nicht aus. Gut, zum Abschied. Hass, Liebe, ganz kurz noch einmal angespielt, weil es uns so gut gefällt und an Blumentöpfe erinnern uns. Was ich lieb. Ja, haben wir das auch. Du Sauproletto. Du hast mich am Anfang der Folge gefragt, wie es mir geht. Ja. Hast mir aber nicht die Möglichkeit gegeben, darauf zu antworten. Bitte antworte. Mir geht's schlecht. Was ist denn? Was ist denn? Naja, ich kämpfe mit einer Sucht. Ui. Mhm. Lass mich raten. Alkohol, wissen wir. Chick, hat er nicht mehr. Nein, keine Ahnung. Ich bin hart auf Radkappe. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm momentan. Also wenn ich im Rad unterwegs bin, wirklich, ich schaue hinter jedes fucking Auto. Es ist so schlimm. Du findest aber auch nichts, gell? Nein, ich war letztens in L.E., in Langenzersdorf und habe da am Weg, es war so ein bisschen industriegebietig und so weiter. Ich bin hart auf Radkappe. Und habe da eine gefunden und es hat mich so motiviert, dass ich jetzt einfach während dem Autofahren habe ich eine gesehen, bei einer Autobahnabfahrt in so einer Kurve habe ich eine gesehen. Am Samstag sind wir zufälligerweise nochmal vorbeigefahren. Ich habe Duschke gesagt, sie muss unbedingt ihr scheiß Handy rausholen, damit sie ein Foto macht davon. Weg. Sie würde aber eh nicht gelten. Man muss am Foto drauf sein. Ja, okay. Naja, wenn sie es schafft, dass du am Gesicht drauf bist, dann schon. Auf der Autobahn? Ja, das muss gehen. Nein, weil sonst kannst du irgendwas... ich meine, das Spiel beruht auf Ehrlichkeit. Aber ich sage auch, mir schreiben immer wieder Leute, schicken Fotos mit Radkappe und gesagt, das geht nicht. Es muss zumindest ein Finger oder irgendwas muss oben sein von dir. Okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin auch hart auf Radkappe. Vor allem, seitdem ich jetzt zum Rauchen aufgehört habe, ist das Radkappending noch viel intensiver geworden. Ne? Aber mein Problem ist, ich poste eine Radkappe. Du hast mir brav geschickt die letzten Monate immer wieder. Und dann poste ich da zum Beispiel auf Insta und Facebook, hey, wir haben eine Radkappe gefunden, es steht nur noch, keine Ahnung, wie viel steht denn eigentlich, haben wir aufgeschrieben, es steht 47 zu 19 gegen uns und dann, weißt du, schaffst das du auf 47 zu 20 und die nächsten drei Tage geht es dann auf 48, 49, 50 und ich meine, Leute, lasst uns doch endlich in Ruhe mit dem Scheiß. Aber geil finde ich, dass wir insgesamt, wie viel ist denn 47 plus 19, das sind 66 Radkappen. Also irgendwelche komplett irren Leute, nämlich ihr da draußen und wir haben insgesamt nur zur Gaude 66 Radkappen. Schon live. Das finde ich schon, das kann man schon irgendwie hart abfeiern. Aber wie gesagt, wir haben noch bis zur Weihnachtsfolge Zeit und ja. Ich habe ehrlich gesagt, spätestens in den Sommerferien gebe ich Gas. Aber ja, ich glaube, ich habe eine gefunden oder so. Das Schwierige ist, man fährt halt, oder zumindest ich, auch immer dieselben Strecken. Also teilweise nehme ich auch schon andere Routen am Weg in die Arbeit. Ja. Pass auf, übrigens, es gibt ein, weil Clemens Auto wieder da ist, na schön, war jetzt eine halbe Stunde nicht da, jetzt kommt er wieder, ne? Hallo. Wollte ich euch beiden mitteilen und euch da draußen natürlich auch, es gibt eine Premiere, nennt man das Präzedenzfall oder Präzedenzfall? Präzedenzfall, weiß ich eh. Und zwar hat eine Zuhörerin von uns dieselbe Radkappe gefunden wie ich. Habe ich dir das schon erzählt? Oh je. Yeah. Und jetzt müssen wir darüber diskutieren. Wir machen es hart und kurz. Nein, kurz und bündig, sagt man, glaube ich. Ich habe eine Radkappe gefunden, Brünnerstraße S-Bahn-Station. Und zwei Wochen später kriege ich ein Foto von, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, Vrenisita Verena auf einer anderen Sprache, keine Ahnung, ist auch wurscht, eine coole Zuhörerin. Und die hat mir eine Radkappe geschickt, ein Foto. Und ich denke mir so, hey, die kenne ich doch von irgendwo. Die ist ein bisschen abgefuckter und dreckiger als meine. Habe dann rausgesucht, meine letzte Radkappe. Dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und sie hat sie auch bei der Brünnerstraße, bei derselben Station gefunden. Jetzt sind wir draufgekommen. Das erste Mal... Wirklich, in der Ära des Radkappenspiels, in der Challenge, wurde ein und dieselbe Radkappe doppelt gefunden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird das zählt? Ich sage, es wird nur das erste Mal zählt. Ja, würde ich auch sagen. Weil es ist dieselbe Kappe. Es liegt eine Höhe Schottenring, ich sage nicht genau wo. Ja, die kenne ich, ja. Liegt seit 10 Tagen dort. Also
Und die hast du schon? Ja, die habe ich schon. Okay, na die kann man natürlich. Also ich sag, schade, dass es so ist, natürlich für euch da draußen, aber gut für uns. Es wäre deppert. Wir sind wie Zander's Beinhard durch. Eine Kappe gilt nur einmal. Ja. Ja, und dabei bleibt es. Aber trotzdem kann man sie schicken, wenn man vermutet, ah, das ist die Schottenringkappe vom Duschko, so auf cool oder so. Passt. Aber was ist, wenn ich die Radkappe nehme und woanders hinlege? Na, dann ist urtief. Also dann bist du sowieso raus. Nein, das Spiel beruht wie alles in dieser Sendung auf absoluter Ehrlichkeit. Warum können sie alle diese depperte Nasenflöte spielen, nur ich nicht? Ja, komm runter. Du rotzt in den Schlitz rein, ich sagte das. Du musst aber irgendwie ausputzen. That's what she said. Ekelhaft. Peter! Bitte! Wie dumm bist du? Bisschen. Wir machen dieses Abkürzungsspiel, das hat mir gut gefallen. Du hast mich ja letztes Mal Abkürzungen gefragt, wie ÖAMTC und so das weiter. Das war spontan, ja, stimmt, ja. Ja, ein paar habe ich gewusst und ein paar nicht. Dann höre ich mir aber Nadine vorher an, weil die ist immer so lieb. Stimmt, ja, bitte. Ja, Nadine, bitte mit Territorium. So ein schwieriges Wort. Dein Territorium. Territorium. Dein Territorium kannst du aussprechen. Mach ich auch nicht. Das ist überhaupt mein Liebling. Mach ich auch nicht. Mach ich auch nicht. Scheiße drauf. Ne? Okay. Abkürzungen also, für mich, oder was? Ich habe 5 Abkürzungen. Du kennst alle. Und solltest eigentlich auch alle beantworten können. Mhm. Und schrei sie vielleicht nicht sofort raus. Okay. Also kurz nachdenken, damit die Leute auch ein bisschen Zeit haben zum selber überlegen und dann. Dann aber schon schreien. Ganz normal. Also ich fange am einfachsten. Ja. UNO. Die UNO. Ja. Also nicht die Karten. UNO. Nein, 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 nein. Ist die so? Ja, 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 ja. Weiß ich schon. Menschenrechte und so weiter. Okay, ein bisschen Zeit vergehen. Also ich glaube, ich werde es falsch sagen. Ja, spiele Nasenflöte, bitte. Das könnt ihr euch darauf vorbereiten, wegen jedem Schaß wird der Typ jetzt diese Nasenflöte spielen. Ich glaube, ich kann es nicht genau sagen, weil ich bin, also entweder ist es Englisch oder vielleicht sogar Französisch, aber es wird irgendwas sein mit United Nations Organization. Perfekt, oder? Ja, perfekt. United ist es Englisch? Organization, ja. Okay. Okay, dann. Also ich hätte schreien sollen eigentlich. Nein, nein, passt schon. LED. LED? Die LED. Die LED-Lampe. Ach so, die LED. Ah, fuck. Naja. Geht Deutsch und Englisch. Ah, wirklich? Ja. Also, UNO muss ich sagen, habe ich gewusst. LED habe ich nicht gewusst, aber richtig erraten. Da kann ich so schwierig sein. Man kann es erraten. Ja, irgendwas mit Light oder Licht. Ja. Light N. Light Energy. Man verwendet schon oft eigentlich. Was, die LED-Lampe oder die Abkürzung? Das LED. Das Wort LED. Ja, ich hab's gerade, du kommst mit LEDen. Nein, es ist mit Lichtenergie. Na, Defizit macht keinen Sinn. Lichteffizienz-Dings. Das ist super. Lichteffizienz-Dings. Ja, genau. Ja. Light-emitting Diode. Oder lichtemittierende Diode. Ah, emittierend, ja. Emittierende. Ja, ja. Okay. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, gell? Auch ein LED, nur 20% eines LED-Lampels ist Licht, der Rest ist Wärme. Bei einer 0815 Glühbirne 95% Wärme. Und da wundert sich noch einer, dass es so warm ist. Gell? Ich bin übrigens pro Erderwärmung nach wie vor. Pro Erderwärmung. Ja, sind wir ja alle. Haben wir okay, LED ist schwierig, ja? Aber schwierig, man kann es sich irgendwie herleiten. Okay, dann noch ein Wort, das man auch, das auch sehr, oder eine Abkürzung, die sehr gängig ist. SUV. Also das, also ich muss jetzt wieder kurz warten. Das Wie ist Vehikel, das weiß ich. Oh. Ja, ja, Vehikel. Mhm. S, fuck, was ist das gerade? SUV, Standard, Uni, irgendwas, Vehikel. Eieiei, ist auf jeden Fall Englisch, ne? Ist das S für, steht das S für Standard? Nein, gell? Nein. Sport. Sport, Unity, wird es auch nicht sein. Ich weiß es nicht, sag es uns. Sport, Utility, Vehicle. Gut, wäre ich nie drauf gekommen. Vehicle hätte ich gewusst. Vehicle! Na, ich habe gerade eins schrei. Ja, also ich habe SUV reingekommen, Christen, weil ich auch keine scheiß Ahnung habe, was SUV war. Und ich werde es sicher auch wieder vergessen. So. Aber es sind alles Dinge, die man recht häufig hört und verwendet. Ja, auch häufig sieht. In der Stadt hat jeder zweite ein SUV. Genau, wie zum Beispiel auch das Wort UNESCO. Oder die Abkürzung UNESCO. Nämlich United Nations. Mhm. Etwas mit einem E.
UNESCO, das ist ja dieses UNESCO-Weltkulturerbe und sowas, ne? United Nations, das O ist wahrscheinlich wieder Organization am Schluss. Ja. Braucht man nur das E und das S. Es ist nichts mit Cultural. United Nations. Nein, es wird das sein mit Economy. Nein, Economy ist die Wirtschaft, gell? Ecological? Gibt es das Wort überhaupt? Nein. Ökologisch? UNESCO, United Nations. Sag's United einfach. Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Naja, gut. Das sind halt schon sehr viele Buchstaben. Das sind ja bitte 5 oder so. Ja, stimmt. UNESC. Es sind 6 Buchstaben. Das ist gut, ja. Ja, also das geht sich aus. Und wir schließen ab im einfachsten BSE. BSE, komm. Rinderwahn. Genau, Rinderwahn, BSE. Ja. Also die Abkürzung. Ja, ja, genau. Okay, steht komm, für das sind schon schwierigere. Also irgendwas mit Beef. Beef, genau, ja. Wegen Rinderwahn, ja. Beef Syndrome. Nein, Beef Syndrome. Beef Syndrome. Economical, weil es ja wirtschaftliche Schäden hat. Richtig. Also, ja. Ich sag mal, es gibt eine Alternativübersetzung, oder? Die Alternativübersetzung. Ja, schau, dass die ersten 4 nicht gewusst hast, okay, aber BSE. Nein, die erste habe ich gewusst, UNO. Ja, okay, UNO ist gewusst, aber die anderen so mittelmäßig. Also, du solltest schon wissen, dass BSE steht für Bovine Spongiforme Enzephalopathie. Ah, ja. Ja. Aber wie viele Leute kennst du, die BSE haben? Ja, kann ich auf einer Hand abzählen. Deswegen Top 5 Finger, es wäre es ur gewesen, weil mich interessieren, an welchem Finger du jetzt diesen einen Typen kennst, den der BSE hat. Ich habe die Finger nicht machen können, weil es einfach echt schwierig ist. Ja, aber also, wir machen sie. Leute, begeistert euch dafür. Was haben wir gehabt, diese Top 5 Farben? Nein, nicht Farben, was war das? Zahlen. Top 5, Top 5, kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich noch da sind wir gehasst worden dafür. Ich habe es geliebt. Wir machen die Top 5 Finger. Wir können auch Top 5 Finger, Top 5 Zeichen machen. Das ist noch viel schwieriger. Ja, weiß nicht. Auf Finger, ich bin wirklich da gesessen, habe mir die Finger angeschaut und dachte, okay, gut, welchen könnte ich jetzt? Es ist easy cheesy. Nein, bin ich nicht so sicher. Ich habe mit Clemens das kurz andiskutiert. Ist ja wurscht, machen wir anders mal. Top 5 Finger. Okay, die Abkürzungen sind nicht meine, aber ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne wissen, welche ich letztes Mal gemacht habe, weil dann ist es viel schwieriger. Naja, ADAC, ÖAMTC. Ja, das sind alles so Standard-Proleten-Dinge, die jeder. FAZ. Ja, die jeder Trottel kennt. Ja. THC und aber das, das Besondere an denen ist, sie sind im sehr gängig im Sprachgebrauch. Also man verwendet sie ja auch. Okay. Aber ich finde es sehr lehrreich. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und den haben wir auch heute wieder erfüllt. Gut, ja. Das nächste Mal können wir öfter bringen. Ja. Abkürzungen gibt es viel. Ne? Gibt es ein paar, ja. Aber dafür kann ich vielleicht da noch anknüpfen und sagen, wie dumm ich bin. Bitte und zwar die letzte Folge hieß ja Hundstage. Ja. Und damals, 2001, 2002 circa, wie der Film rausgekommen ist, Hundstage. Das war auch unser Filmzitat, ja. Rätsel. Kann mich erinnern. Habe ich nicht gewusst, was das heißt. Also die Hundstage. Ich habe den Begriff Hundstage nicht gekannt. Und ich habe aber die Plakate gesehen. Ich kann mich erinnern, ich bin in der Traisengasse gestanden und sehe so und denke mir so, Hundstage? Was ist Hundstage? Und ich habe nicht gecheckt. Da waren wir wieder bei den englischen Sachen. Ich habe ganz lang gebraucht. Ich habe ganz lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass der Film nicht Hundstage, sondern Hundstage heißt. Hundstage ist geil, ja. So eine Bühne von einem Hahn. Oder, ja, ist ja wurscht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hätten sie bei Hundstage sicher Ventilators gebraucht. Ventilator. Kannst du jetzt im Publikum zumindest erklären, was die Hundstage sind? Ich glaube, es ist ein österreichischer. Besonders heiß, also das ist der Film? Nein, ja, es ist ein österreichischer Film vom Evrom Seidel, oder? Ich glaube schon. Das ist ganz peinlich. Seidel. Kann man auf jeden Fall Taktagon oder wie? Taktagon. Wir haben gesagt, wir verwenden Google nicht mehr. Ich habe ihn einmal gesehen, er ist grauslich, aber es ist so wie ein Auffahrunfall, wo sich wer verletzt hat. Man will nicht hinschauen, aber die meisten schauen hin. Ich bin ja einer der wenigen Autofahrer, die die Rettungsgasse bilden und weiterfahren. Also nicht Rettungsgasse bilden und aufs Gas steigen, aber beim Unfall ist ja das Depperte, was du machen kannst auf der gegenüberliegenden Seite, wenn du fast das filmst oder so einen Scheiß. Ich bin immer weitergefahren. Ja, ich auch. Also wir zwei sind edel. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich, worauf ich jetzt raus wollte mit diesem Unfall und so. Aber ich weiß, was die Hundstage sind. Ich weiß auch, ja. Das ist diese Periode, ich glaube, da gibt es sogar einen eigenen, ich glaube, ab 23. Juli bis, keine Ahnung, Anfang, Mitte August sind diese Hundstage. Das ist einfach diese Zeit, wo es einfach, ja, der Wiener würde sagen, Arsch, heiß ist. Man nur rumlungert und ich glaube, das Plakat ist auch so, dass einer auf so einem Wellblechdachel liegt und nicht mehr kann.
Ja, es wird viel gefickt, glaube ich, im Film, geschimpft und es ist einfach so... Das ist geil. Richtig geil, ne? Richtig geil. Ja, wenn gefickt will, sagen wir. Apropos richtig gefickt, weil wir gerade über diesen deutschen Dialekt gestolpert sind, Kai Uwe wird sich auch heute noch einschalten. Oh. Muss ich dir sagen, du warst nicht dabei, aber ich habe festgestellt, er kam aus dem Urlaub zurück und ist etwas dicklich geworden. Oje, oje. Ja, er hatte so ein bisschen eine Speckfalte angesetzt im Gesicht und am Bauch und deswegen habe ich ihn ja, ein bisschen nahegelegt, dass er Rad fahren soll und ich habe ihn geschickt testen, wie es sich in Wien so mit dem Rad fährt. Werden wir vielleicht im Anschluss an die Sendung bringen, okay? Innerstädtisch oder Außenbezirke? Alles. Also er hat bei uns fahren müssen und auch, ich glaube, in Vierten habe ich ihn geschickt zum El Puro. Schau mal, was er sagt. Zum El Puro gleich einmal essen, oder was? Genau, er ist richtig fett geworden. Naja, gibt es auch eine vegetarische Bowl. Ah ja, okay. Ja. Dann, ja. Weil wir bei Challenge waren, ganz kurz noch, bevor du dich wieder einmischst. Wir haben wieder mal eine Karte bekommen. No Porter Challenge. Ich sage nichts mehr dazu, ihr wisst, worum es geht oder solltet es wissen. Porridge können wir abhaken. Und zwar wieder geil. Von Karin und Helmut. Das ist die Familie, die uns, glaube ich, die 5., 6. Karte geschickt haben. Vielen, vielen Dank. Alle sind angekommen. Nochmal mein Aufruf an die ganzen Postlerinnen und Postler. Es hat sich bis jetzt keiner von euch gemeldet. Es ist keine Briefmarke drauf, aber an der Stelle von der Briefmarke steht wieder dieses T wie Theodor, 8,60, quasi Bruchstrich 8,60. Ich möchte wissen, was das heißt. Und naja, einfach eine umständliche Art und Weise, 1 zu schreiben. 8,60 durch 8,60, das kann man kürzen. Ja. 1. Was heißt dann T1? Ist nicht der Terminator aus dem ersten Teil ein T1? Okay, wir verlaufen uns. Hast du noch was? Ich habe ferngesehen und ich habe das Geschäft mit der Liebe gesehen. Oh Gott, das gibt's noch immer. Das gibt's noch immer. Ich habe es auch nicht gewusst, diese schreckliche Sendung, wo ein paar Leute, immer noch die gleichen tatsächlich, versuchen, ihr Glück irgendwie im Osten oder sonst wo auf der Welt zu finden mit tendenziell eher jüngeren ausländischen Damen. ATV, ne? ATV, genau. Und da gibt es immer noch den Mario Orsolic. Heißt der Mario Orsolic? Den Orsolic. Orsolic, der mächtige Boxer. Ne? Genau, und noch einen zweiten. Und auf jeden Fall, ich muss diese Szene kurz erzählen. Bitte schildere. Sie waren in Thailand. Und da gibt es immer so einen Vermittler in dem jeweiligen Land. Und da war ein Typ, der hat ihnen zwei Damen, zwei sehr junge Damen vermittelt. Ja. Und die fahren halt so in einem Boot, die beiden Pärchen, der Orsolic neben einer und der andere neben einer anderen. Und sagen wir so, es hat nicht so richtig gefunkt. Tasche her. Ja. Bei dem hinteren Pärchen war es so, dass sie irgendwie sehr abweisend war. Also sie hat sich irgendwie überhaupt nicht darauf eingelassen, er wollte sie umarmen und so und sie wollte nicht. Beim vorderen Pärchen, Orsolic, war es so, dass er zuerst interessiert war und dann hat gemeint, na, so zieht sich eine Frau an. Jeder wie er will, aber na, das ist keine Frau. Ist er draufgekommen, dass er ein Ladyboy ist, war es auch tatsächlich. Aha, also war einfach, okay. Einfach zu hübsch, zu hergerichtet und so weiter. Ja. Aber wirklich, arg, dass er es erkannt hat, oder? Er hat das, wahrscheinlich eine Erfahrung. Mhm. So. Jetzt war die Idee, dass der Orsolic mit dem Ladyboy und der andere mit der anderen. Und später hat sich dann herausgestellt, warum die so abweisend war. Sie hat dann nämlich gesagt, gleich beim ersten Zusammentreffen hat er sie gefragt, wie viel sie verlangt. Wirklich? Jetzt musst du dir vorstellen, so eine Sendung, wo die versuchen, die irgendwie ernsthaft zu verkuppeln. Das Erste, was er sagt, ist, wie viel. So. Und dann fahren sie halt und sind unterwegs. Ach so, da ging es aber nicht nur um Sex, sondern da könnte wirklich was passieren. Ja, also quasi, genau, Beziehungen. Und die kommen dann nach Österreich oder sonst irgendwie. Und das ist ja so, dass sie unterwegs sind und man merkt einfach, sie ist eiskalt, sie lässt ihn überhaupt nicht ran und er checkt langsam, das wird nichts. Ja. Und dann hörst du so irgendwie so im Hintergrund, wie er mit dem Orsolic redet und er sagt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, du, jetzt wo ich mir die Situation näher betrachtet habe, jetzt wo ich mich näher mit der Situation befasst habe, will ich da lieber in Ladyboy pudern. Bitte, wie grindig ist denn das? Die Frage ist, ob das auf Nicht-Wienerisch auch lustig ist. Also ich glaube, das macht schon, der Dialekt macht einfach viel aus. Ja, aber allein dieses, jetzt wo ich mich näher mit der Situation befasst habe, will ich da lieber in Ladyboy pudern. Und ATV ist natürlich so, wie von bringt, um genau die Sachen geht es ja. Und da frage ich mich ja seit Jahren, checken die Trottel nicht, dass es eigentlich darum geht, sich zu blamieren und dass das Publikum sie eigentlich auslacht oder glauben sie sind wirklich die Heroes? Ich meine, für manche werden sie eh die Helden sein. Aber schau, da denke ich mal auch. Denen werden Reisen gezahlt und hier und da mal wird auch ein Fick drin sein, passt schon. Das würde mich auch interessieren. Also jetzt nicht der Fick, sondern was da kohletechnisch geht. Nicht viel wahrscheinlich, einfach nicht gratis Zeit verbringen. Ja, schön, dass du dir so die Zeit verbringst.
Ich bin ja eher wieder künstlerisch-literarisch unterwegs. Ich musste noch ein Kompliment aussprechen an alle da draußen. Duschko war bei meiner Lesung für die Vollmondnacht anwesend. Er hat noch versucht, mich über WhatsApp zu verarschen. Hat mir so Glück geschickt, so aller, ich kann leider nicht, aber alles Gute. War dann da und er wird auch kommen, wann immer du oder ihr oder sie gerade die Sendung hören. Wenn es noch ausgeht, das ist noch nicht der 28. Juli. Wir lesen mit Rapper lesen Rapper am Popfest am Karlsplatz um 18 Uhr am 28.07.2019. Wen es auch immer interessiert. Shoutout ans Popfest. So ist es, ja. Diesmal kuratiert von der Jasmo. Jasmo. Unter anderem. Zweiten Namen kann ich mir einfach nicht merken. Ich habe es mir auch nicht gemerkt. Zwei aber sehr coole Frauen auf jeden Fall. Über 50% Damen. Ja. Als Stark. Artists. Ja. Halte ich nichts davon, weil man immer weniger gebuckt wird natürlich, aber so gesellschaftlich natürlich schon wichtig. Unter anderem auch S-Rap, die The Juicy ist da, The Juicy ist da, The Juicy ist immer wieder da. Von Duschkos Wohlfühlecke war ja, das der ja, Soundtrack. Ja. Fühlst du dich wohl oder sollen wir Florian anrufen? Probieren wir es. Ja, ruf mal an. Okay. War länger nicht erreichbar. Dafür war der andere Flo sehr herzig. Das stimmt, das stimmt. Bayern Flo. Ich habe ihn gar nicht gefragt, ob er dann eigentlich im El Burro war. Wahrscheinlich nicht. Es war sehr lustig. Irgendwer hat mich darauf angeredet, kann sich noch erinnern, ich habe ihm empfohlen, geh ins El Burro und sag, du kennst die Verein Euder, Leute. Und es wäre auch lustig gewesen, wenn er hingegangen wäre und nur gesagt hätte, ich komme vom Verein Euder. Weißt du, das Euder so quasi als... Das wäre echt witzig, das wäre wirklich witzig gewesen. Ja, leck mich doch am Arsch. So, Florian. Schauen wir mal. Oder vielleicht hat er auch keine Lust mehr, ich weiß es nicht. Es war schon länger nichts mehr auf jeden Fall. Flo, wüsst oder wüsst nicht? Wenn's nicht wüsst, dann lass sein. Ist vom Ambros? Wüsst oder wüsst nicht? Ja. Wenn's nicht wüsst, dann lass stehen, oder? Lass sein. Lass sein. Was ist jetzt? Bitte hör auf. Bitte hör auf. Das hört sich schrecklich an, über den Kopf herüber überhaupt. Ja, gut. Dann nicht. Bitte, hör auf. Gib mal kurz. Darf ich es ganz kurz? Darf ich sie ganz kurz haben? So ist es. Ja. Arschlo. Okay, ich rufe. Dann rufen wir wieder Bayern Flo an. Ja. 0049. Zwischenzeitlich darf ich für den Tobi nochmal genauer erklären, woher das Wort Servus kommt, weil er sagt ja gerne Servus. Wird sich nicht ausgehen. Na, red halt, während es läutet. Jetzt bist du nervös, weil du die Nasenflöte nicht mehr hast. Ja. Ah, genau, ich sage mir, ich soll dir einen kurzen Witz erzählen. Was? Hallo? Flo? Grüß. Du hast einen ganz schlechten Empfang da in Deutschland oben. Ja. Flo, wir sind's wieder. Ja, ich hab ganz schlecht. Du hast es ganz schlecht oder du hörst es ganz schlecht? Nein, das ist ganz schlecht gerade. Zeitlich meinst du? Ja, nein, situativ. Okay, na dann hören wir uns ein anderes Mal, okay? Mach's gut. Genau. Sorry. Ja, für die. Für die. Ui, das hat sich aber jetzt... Das hat jetzt nicht so... Hui. Ei, ei, ei. Situativ. Ja. Damn it. War das jetzt... Kann ich aber nicht so viel. Ich meine, Fettnäpfchen. Na. Das ist so, als würdest du gehen und ich mache im letzten Moment den Deckel auf vom Fettnapf und rein. Hätte auch nicht abheben müssen, wenn es wirklich... Also. Ah, Sieg, das aber schon, in der Sendung dann schon noch sein wollen. Ja, ah ja. Naja, na, na, klar, na, nicht das, also, auf jeden Fall, Tobi hat letztes Mal. Das war jetzt, der schneidet man. Nein. Der schneid Flo, man. Sorry auf jeden Fall. Tut mir leid. Ja. Er kann nichts dafür. Genau. Ich kann aber auch nichts dafür, das will ich jetzt schon gesagt haben. Ne? Ja, der Tobi hat sich gewünscht, dass der liebe Duschko erklärt, wo das Wort Servus herkommt. Langweiliger geht's nicht. Bitte. Also... Wen interessiert das? Ich weiß es auch nicht. Er hat fünfmal gesagt, sag das. Also ich habe gesagt, so ja, Servus heißt sowas wie zu ihren Diensten. Ja. Und kommt wahrscheinlich von Servus Humilimus Domine Spectabilis, was so viel heißt wie ihr demütiger Diener, mein nobler Herr. Das hat mir jetzt dann doch irgendwie gefallen. Naja, siehst. Ja, ja, wir dürfen uns, glaube ich, langsam empfehlen, wie man so schön zu sagen pflegt, hier bei uns im kleinen Waldstück. Hast du noch irgendwas? Einen bringe ich noch. Bitte bringen. Wir haben ja unsere Harivideci und Sodawasser und was haben wir noch gehabt? Zum Bleistift. Ja. Ich habe mich letztens selber erwischt bei einer Sache und zwar habe ich irgendwas zusammengepackt und gesagt, Basta Shooter.
Der hat aber was, finde ich. Ja, Pasta-Schutter ist schon super. Der ist auf jeden Fall besser als diese zum Bleistift-Kandidaten. Ja, aber so wie, ist so wie Sodawasser, würde ich sagen. Ja. Sodawasser. Ja. Da kommt auch auf die Betonung natürlich an. Freilich. Gut, mit diesem, mit dieser, kann man schon fast sagen, literarischen Raffinesse, Duschke. Da geht es auf E mit Apostroph, Hacic, Zirkumflex, so wie der Scheiß heißt. Ich schimpf so viel, ist mir auffallen. Das ist ja Wahnsinn, ich kann es mir nicht abgewöhnen. Na, muss man schon ein bisschen rauslassen. Ja, aber dieses ganze Scheiß-Arsch, das hören ja auch Kinder vielleicht teilweise zu. Du, ganz kurz, übrigens zuhören. Hoch zu. Wie heißt die Sendung? Nein, das muss man immer empfehlen. Donau Insulaner, wirklich, kann man sich immer anhören. Ich erzähle dir das nächste Mal. Es interessiert auch keine Sau. Ja. Gut. Dann sage ich Clemens Otto, vielen Dank, dass du uns wieder beherbergt hast. Vielen Dank, hast. Clemens Otto. Danke, dass du mich unterbrichst zum 18. Mal, glaube ich, in dieser Sendung. Macht ja nichts, Duschko. Sehr leid, dass du endlich einen VW-Bus hast. Danke, sehr leibend, dass du endlich Ferien hast. Ja, schau, siehst, die Hälfte ist schon fast vorbei. Ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Danke nochmal Karin Helmut für diese wunderschöne Karte aus Poretz. Poretz, ja, sag mal, was sagt Poretz? Poretz. Na, Poretz. Genau, du bist gefeiert worden, immer wenn ich sage, apropos No Porto Challenge, dann sagst du das. No Porto! Ja, da war es wieder und jetzt darf ich mich empfehlen. Ist ja wurscht, ich sage auf jeden Fall danke und im Anschluss gibt es noch Kai Uwe, da wünsche ich natürlich Johannes vor allem sehr viel Spaß, der ihn ja abgöttisch liebt. Ich habe keine Ahnung, wann wir uns das nächste Mal hören, wir sind jetzt immer irgendwann dran, aber interessiert doch auch keine Sau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und liebe Grüße. Dein Durchgau. Und euer Peter. Wochenende! Sag mal, spinnst du? Das kann ich dein Ernst, ja, du A***e, total bekloppt, die Sau. Ja, Hund kommt auch noch auf mich zugerannt. Ja, Leute, tut mir leid, das ist ein Intro, das ich euch so nicht geben will. Ich bin's mal wieder, Kai Uwe, hallo Party People. Ja, Peter hat euch wahrscheinlich eh schon gesagt, um was es geht. Er hat mir unter Anführungsstrichen, ne, Gänsefüßchen, nahegelegt, dass ich öfter mit dem Rad fahren soll. Also ich soll mal probieren, wie es so ist in Wien mit dem Rad, weil ich ein bisschen ein Bräuchlein bekommen habe, ein bisschen, wie sagt man da, ein Frontspeck, ne? Ja, das ist schon richtig. Mein Fazit ist, das ist hier echt kein Kindergeburtstag bei euch in der City. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist mit dem Rad. Ich bin ja oben nie mit dem Rad gefahren, immer nur Taxi so. Oder halt mit dem Bus oder was weiß ich was. Resümee, absolute Kinderkatastrophe. Absolute Katastrophe, kein Kindergeburtstag. Das ist wirklich nichts zum Kerzen anzünden so. Mir kommt ja auch wirklich ein Mock hoch, wenn ich ein paar Leuten zusehe, wie die auf Radfahrer, ja muss man schon sagen, kacken. Ne? Da ist kein Respekt, nichts da. Fazit ist, ja, ich werde versuchen einfach nur noch, was ist das hier? Was ist das hier? Der macht die Tür auf vom Auto, leert einen vollen Aschenbecher raus, macht die Tür zu und fährt weiter. Echt gute Idee, ne? Total praktisch, den Scheiß immer mitgenommen. Ja, wo war ich? Fazit Radfahren in Wien. Für mich, sagen wir mal, ausbaufähig. Auf jeden Fall toll. Ich war auch in der Stadt drin. Das ist mit den Radwegen irgendwie geiler. So Karlsplatz, Wien, diese ganzen, was ist das so, Snob-Distrikte. Aber hier draußen, hier im Waldstück, absolute Katastrophe. Ich habe schon meinen Reifen einmal kleben müssen. Das Ding habe ich geflickt, weil ich über irgend so einen Nagel oder was gefahren bin. Scherben von einer Flasche Bier oder was. Das ist natürlich kacke. Alles in allem sage ich, ja, 50-50 Chance, dass dir was passiert. Das ist natürlich viel zu hoch. Aber ja, eine Übung. Und genau das wollte ich auch noch sagen. Wichtig ist, kauft euch einen Helm. So eine Plastikschüssel für die Pelle oben. Weil wenn es sich hier einmal schmeißt, Genickbruch, hast du instant drin. Ne? Ja, das war's mal. Radfahren in Wien, nicht so meins. Ich gehe jetzt erstmal auf einen saftigen Burger und ja, zurück ins Studio. Ne? Tschüssi. Jetzt ruft er an. Jetzt ruft der Flo an. Na, ausnahmsweise.
Hallo Florian. Hallo Hupi, wie geht's dir? Hallo wer? Peter, Entschuldigung. Grüß dich. Ja, super geht's. Der Duschko ist schon weg. Wir haben ja auch alles schon. Wir wollten gerade zu schneiden beginnen und du rufst sehr spät an, aber doch, das freut mich, Flo. Wie geht's dir? Gut, bin gestresst, weil ich habe die letzten Mal nicht abgehoben, so ungefähr leider, aber jetzt geht's wieder. Warum hast du uns so im Stich gelassen, Flo? Warst du so beschäftigt oder was ist los zurzeit? Ja, ich war jetzt die letzten Wochen auf Urlaub in Salzburg auf dem Gipfel oben und ich habe einen Anruf erst spät gegeben und dann habe ich nicht zurückrufen können, dann war es zu spät und weißt du. Na gut, kann mal passieren. Hast du einen Witz für uns, um in alte Traditionen zurückzukehren? Ja. Schau, ich kann wieder dran anknüpfen. Wie viel wiegt ein Mistkübler? Wie viel wiegt ein Mistkübler? Keine Ahnung. Eine Tonne. Ja, da ist er. Ja, du bist zurück. Okay, pass auf. Wie macht eine griechische Kuh? Das ist ein bisschen abgehackt, gell? Wie macht eine griechische Kuh? Keine Ahnung. Mü. Mü? Mü. Eine Mykonos, ne? Der griechische Buchstabe, Mü. Ah, der griechische Buchstabe, Mü. Mü. Mü, Mü. Mühe, Kühe. Ja, lieb. Okay. Und wie nennt man ein schwedisches Schwein, das um Hilfe ruft? Ein was? Ein schwedisches Schwein, das um Hilfe ruft? Ein schwäbisches, ein aus Schwaben. Ein schwäbisches Schwein, das um Hilfe ruft. Ein schwäbisches Schwein, das um Hilfe ruft, nennt man, ich weiß es nicht. Das ist eine Notrufsäule. Was? Eine Notrufsäule oder Säue? Säule. Eine Notrufsäule. Eine Notrufsäule, meine Güte. Eine schwäbische was? Ein schwäbisches Schweinherd, ja, bitte. Ja, ich check den Witz nicht. Ein schwäbisches. Schwäbisches ein Schwein. Kleines Schwein, ist eine Säule und es ruft um Hilfe. Deswegen ist es eine Notrufsäule, wie eine Notrufsäule auf der Autobahn. Aha. Okay. Ja, ich stehe auf der Leitung, es tut mir leid. Okay, und den Bodenwitz kriegt auch noch. Wie nennt man das, wenn sich zwei Kiefer streiten? Wie nennt man das, wenn sich zwei Kiefer streiten? Warte. Ja, keine Ahnung. Das ist ein Hanfgemenge. Der ist wieder lieb, ein Hanfgemenge. Ja, so ein Scheiß. Ja gut, Flo. Ja, weil es ist gerade wieder Sommerloch, deswegen ist es ein bisschen Tag, aber ansonsten geht es. Ja, es ist Sommerloch. Weißt du, wie man diese Zeit in Österreich nennt, wo es so verdammt heiß ist und alle so träge sind? Wie nennt man diese Tage? Bundestage. Richtig, und damit wünsche ich dir noch einen wunderbaren restlichen Tag. Das wünsche ich dir auch, Peter. Flo, bis bald, dickes Bussi. Bis bald, gerne. Tschüss. Na gut, haben wir das auch. In Gottes Namen, lassen wir's.